So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mein Test. Das da. Genau. Ja, wie man gerade sieht, man hat schon Aktivität hier auf dem Server schon wieder. Ich war kurz als Walker on und habe etwas recherchiert. So. Ohne dem Ding da hinten macht die Anlage so wenig Krach. Ich dachte gerade, mein Audio ist aus. Schon besser. Ja, und zwar, siehst du, was ich eigentlich. Oh. Ist ja immer noch so voll. The fuck? Oh. Hä? Ach so, als ich hier vorhin das Ding umgebaut hatte, da sind wahrscheinlich, weil ich ja kurzzeitig hier an der Konfiguration dran war, sind da wahrscheinlich welche währenddessen hier oben reingeflutscht. Na gut, dann müssen die natürlich wieder raus, ganz klarer Fall. Die Frage ist, warum ist die Pipeline immer noch so voll? Erstmal hier alles reinschmeißen, ne? Was hier nied- und nagelfest ist. Ist ja doch langsamer, als ich dachte. Ja, und ich habe tatsächlich, aber schon mindestens eine Waffe war dazugekommen. Oh, 50. Ah ja. Also ressourcenmäßig nutzt das auf jeden Fall, keine Frage. Und wie gesagt, wir kriegen sogar Diamant. Also besser geht halt eigentlich gar nicht so, ne? Wenn man das Ding eine Weile laufen lässt, kommt schon was zusammen. Mal gucken, vielleicht hätte ich mich auch ab und zu mal, wenn ich irgendwelche anderen Sachen mache oder wenn ich nachts schlafe und der Rechner trotzdem läuft. Na. Dann doch einfach mal hier als Walker-Account einfach mal hier so in die Nähe und lass das Ding dann einfach quasi damit dann einfach laufen. Das ist am nächsten Morgen wahrscheinlich die Kiste komplett voll. I don't know, wie schnell das Ding ist. Ja, aber ich habe auf jeden Fall, also ich war gerade kurz als Walker on. Also, es gibt tatsächlich doch zwei Items und zwar mit Namen, auf die ich nie gekommen wäre. Und zwar Dispenser, das hier, und Deployer, das hier. Was der Unterschied zwischen den beiden ist, ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden also, weil die Kosten relativ niedrig, wir werden also einfach mal beides bauen und mal gucken, was passiert. Ne? Also, da bin ich völlig frei. Zwei Pisten müssten wir, glaube ich, noch haben. Genau. Das heißt, auch das passt. Ein bisschen Cleanstone darf nicht fehlen. Also, du kommst auch da, by the way. Okay, ich habe doch keinen Cleanstone. Also hier in der Kiste. Wir haben natürlich Cleanstone. Also, pff. Dieser Spieler hier, der geht gerade irgendwie ganz schön auf den Sack. Der kommt andauernd on, geht dann wieder off, nervt Teddy. Also, vorhin hat er Teddy genervt. Irgendwie ist der Spieler ganz schön. Naja. Wenn er uns nerven sollte, wird er gnadenlos gekickt. Sorry. Da ist immer noch was drin. Sag mal, hä? Ist hier was falsch? Oder kann es sein, wenn das Ding hier, wenn die Kiste voll ist, dass der denn hier verrückt spielt? Dass man die Kiste also definitiv nicht voll machen. Wow! War da gerade eine dreistellige Zahl oder bin ich gerade verguckt? Na egal, auf jeden Fall machen wir Ding mal ein bisschen leer. Scheinbar darf das hier nicht voll laufen, weil ansonsten der hier um Sachen reindrückt. Sehr interessant. Vermehrt sich hier irgendwas? Weil eigentlich kann es ja nur weniger werden, ne? Weil wir haben Cobblestone aus Cobblestone. Oh! Warte mal. Eben aus Cobblestone machen wir Gravel. Die Frage ist, machen wir daraus ein Gravel oder zwei? Oh, na, das kann ich sagen. Verarschen? Dann lieber doch so rumsuchen. Grinding. Shit, aber nicht, wie viel daraus wird.
Aber da müsste eigentlich trotzdem einer draus werden, oder? Ja, genau, da wird immer nur einer gedroppt. Okay, das heißt, wir haben Cobblestone, aus dem wird einmal Gravel. So, aus dem Gravel, das wird dann halt gesiebt, da wird also auch nicht mehr draus, sondern es wird halt nur in irgendwas random umgewandelt. Und wenn es dabei in dieses gesiebte Kies umgewandelt wird, dann werden von da vier zu einem umgewandelt. Das heißt, es wird immer nur weniger maximal, aber niemals mehr. Warum ist das Ding aber immer noch so voll? War die Pipeline etwa echt so voll? Ich meine, die letzte Folge ist jetzt gar nicht so lange her. Die ist gerade mal. Ja, eine halbe Stunde halt gerade mal her, ne? Naja, müssen wir mal beobachten, ob hier jetzt wieder irgendwelcher Stuff reinkommt, der da nicht rein soll, oder. Ja, I don't know. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. So. Gut, dann schmeißen wir das hier gleich mal weg. Beziehungsweise bauen wir davon gleich irgendwas für diese Dispenser. So, wir brauchen. Genau, Cleanstone brauchten wir ja. Dann kommst du da rein. Du da rein. So, ist das Inventar wieder leer. So, wir brauchten Cleanstone. Und wir brauchen Pisten haben wir, alles andere haben wir. Genau. Wir sollten die Testanlage by the way vielleicht nicht hier drinnen bauen, sondern lieber eher draußen. Weil, wenn wir hier wirklich schaffen, einen Baum wachsen zu lassen, dann, die Decke ist ganz schön niedrig. Okay. So. Wir müssen uns jetzt natürlich noch Kisten bauen, weil wir haben nur abgeschlossene Kisten. Und soweit ich weiß, geht das nur mit den normalen Kisten, genau. Das heißt, wir brauchen noch mal ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Und dann sollte das passen. So, so. So, nee. So, leck mich am Arsch. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Was soll ich hier gerade? I don't know. So, jetzt aber. Wollte doch gerade sagen, muss doch passen. Dann. So, jetzt haben wir drei Kisten immerhin. Brauchen wir gar nicht, aber egal. So, oh, wir brauchen noch einmal Dingsbums da. Dankeschön. Die Spencer. Was? Wie Achso, sind aber gar nicht. Was braucht das andere Ding nochmal? Oh, Alter. Deployer braucht Holz. Na gut, wir brauchen also doch nochmal Holz. Verdammt. Er soll nicht Kiste bauen dürfen. Leck mich doch alle am Arsch. So, brauchen wir diesen roten Sand, ne? Wie sind wir jetzt hier? Wie sind wir 27 davon? Oh, wir hatten nur 27. Oh, was habe ich denn da gemacht? Alles kaputt hier. Oh, das heißt, wir brauchen ganz viel von diesem Sand. Das ist ja nicht so gut. Jetzt habe ich. Oh, Alter, Leute! Was ist denn hier los? Oh, leck mich. Gut. Jetzt habe ich aber den hier ausgewählt. Brauche ich also erstmal den hier. Habe ich hier irgendwo rein zufällig Holz? Ne. Nicht, dass ich da massig Holz produziere, obwohl wir irgendwo massig Holz rumliegen haben. Aber irgendwie haben wir eigentlich nur hier die Kiste mit Holz. So. Apfelbaum und. Was? Keine Ahnung. So, haben wir das. Festigungsraster. Let's go. Das war der Deployer. Und jetzt kommt nach der Dispenser. Könnt ihr auch einfach mal versuchen, die beiden Wörter zu übersetzen. Ich kenne leider keins von den beiden Wörtern, aber ist auch egal. Dankeschön. Deployer, Dispenser. Weißt du was? Mach ich das sogar mal. Dann muss ich mal ganz kurz wieder hier umschalten in Workspace. Workspace. So, Technik-Mod. Translate. Deployer ist ein Verteiler, richtig? Ja gut, Lieferant, ja. Verteiler. Also jemand, der Sachen verteilt und Lieferant verteilt ja auch Sachen. Falsch geschrieben. So, aber was ist ein Dispenser? Weil das Wort kenne ich nämlich nicht. Ein Spender.
Also das Wort kenne ich überhaupt gar nicht. Also, da, ich spende nie Sachen, so eine Wörter kenne ich nicht. Nee, also das Wort hier, das sagt mir halt gar nicht. Na okay, also das ist denn doch eher Sachen. Wenn man das hier übersetzt, dann ist das nämlich schon eher sinnvoller, ne? Dispense something, etwas ausgibt. Aber das heißt, dass doch beide Wörter so in dem Zusammenhang so ziemlich das Gleiche bedeutet. Also sind wir kein Schritt weiter, was das angeht. Das ist ja super. So mein Test. Das hat sich ja richtig gelohnt. Naja, egal. Wie gesagt, wir packen einfach mal beides hin und gucken mal, was der Unterschied zwischen den beiden Dingern ist. Nee. Hä? Ach ja, wir haben es abgebaut. Wollte es draußen hinbauen. Jetzt, wo es draußen dunkel ist. Nice, Ronny. Nice. Weißt du was? Wir bauen es einfach hier hin. Hier ist gerade schon viel Platz. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Also, wir haben alles weggepackt. Fick die Henne. Ach, Mann. Ja, damit. Dankeschön. So, wie sagen wir schon wieder Geld? Wie war das? Ich habe kein Geld und drei Kinder. Warum kann ich nicht keine Kinder und drei Geld haben? So. Da haben wir das Blinke-Blinkchen. Blinke-Blink-Blink-Blink. Oh. Süß. So, jetzt gucken wir mal das Erste. Das ist der Dispenser. Ah, also der plötzlich schon mal Sachen. Cool. Verstehe. Also der macht genau das, was wir wollen. Womit sich die Frage stellt, was macht der andere? Gut. Der droppt die Sachen als Items. Und der andere platziert die Sachen. Okay, siehst du? Und schon hat sich die Sache erklärt, geklärt. Gut, das heißt, wir brauchen den Deployer. Den Dispenser braucht man wahrscheinlich für solche Sachen wie so Sachen, die man hier schießt. Oder halt Sachen, die man einfach droppen möchte, ohne sie zu platzieren. Ne? Also das ist auch der Unterschied. Das Ding hier wirft Sachen ab und der andere platziert Sachen. Also baut sie hin. Gut, also können wir das Ding auf jeden Fall wegpacken. Das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen den anderen. Und jetzt müssen wir gucken, wie baut man aus dem hier eine wunderschöne vollautomatische Baumfarm. Fahren. Wie spielt man hier? Wie spielt man mein Test? Was ist für eine Frage? Indem man Baustoffe sammelt und baut. überall, wo es. Ich wollte gerade irgendeinen ganz dummen Werbespruch bringen. Das wollte ich gerade schreiben. Please don't. Wo sieht man das? Okay. Tuali ist sichtlich schneller als ich. Ich halte mich da raus. So, also wir haben das Ding. Das Ding platziert Baumsamen. Jetzt ist die Frage, wie bauen wir das Ding ab? Weil wenn wir jetzt ein so ein Ding platzieren, wir bräuchten eine richtige Armada, ne? Also erstmal brauchen wir eine grüne Fläche. Wir brauchen halt irgendwo Platz. So. Das ist schon mal Punkt A. Das heißt, das Ding könnte man wirklich da hinten hin machen. Da, wo wir vorhin unser Testaufbau gemacht haben. Wenn ich aber keinen Bock mehr habe, so lange zu rennen, machen wir jetzt mal unseren Testaufbau hier. So, wir brauchen das Ding. Hier kommen dann die ganzen Saplings rein. Haben wir gerade mal ein paar Saplings da?
Ja, aber wenn wir hier schon eine Baumfarm machen, dann natürlich voll automatisiert. Damit wir im Let's Play gar nichts mehr zu tun haben und ich mich frage, warum ich überhaupt noch Let's Plays mache, weil sowieso alles alleine passiert. Voll coole Idee eigentlich. Ja. Saplings, 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 Saplings. Sag mal, wo sind die Saplings hin? Hatte ich nicht hier Kisten mit Bäumen? Wo ich so Holz und so einen Scheiß hatte? Hier ist alles leer. Hä? Oder habe ich die oben in der Holzkiste mit bei? Du musst schon etwas weiter weg. Wie weit? Mit F5 hast du oben XYZ-Koordinaten. Wo geht's denn schon wieder? Das hier ist der Spawn-Bereich. Also, der ist immer noch am Spawn. Ha, was ein Noob. Holz, Holz hier unten. Ah ja, hier haben wir die ganzen Saplings drin. Gut, dann brauchen wir einmal das Ding hier. Easy. So. Wir machen jetzt mal ein bisschen Licht hin. Ist ja hier dunkel as fuck. So. So nämlich. Gut. Jetzt sehen wir hier auch mal ein bisschen was. So, hier müssen jetzt die ganzen Saplings rein. Jetzt habe ich nur einen einzigen Sapling mitgebracht. Ernsthaft? Keine Fragen, euer Ehren. So, wenn das Ding jetzt platziert wird, hier. Wir brauchen auch noch einen Observer, ne? Gibt es natürlich auch nicht. Verkackte Scheiße. Von welcher Mod war denn das jetzt so? Das war von der Pipeworks. Guck ich mal, ob es hier noch was anderes gibt. Weil wir hier. Achso, doch, hier tauchen sie auch doch auf. Hallo. Dekorativ, Fluid Storage, Töchken, Pump. Hätte ich das auch noch gucken müssen. Verdammt, ich brauche noch einen Block, der überprüft, ob Blöcke da sind. Eine Art Observer. Aber natürlich heißt das Ding wieder nicht Observer. Oder das gibt es ja sowas gar nicht. Sondern das heißt natürlich irgendwie anders. So Overwatch oder so. I don't know. Gibt es vielleicht hier was? Note-Detektor, aha. Das ist genau das, was wir brauchen. Note-Detektor, genau. So, und der... Jetzt ist die Frage. Detektor. Entity-Detektor, das brauchen wir nicht. So, wir brauchen, das hier wäre, wenn man irgendwas droppt. Ne? Also das wäre quasi das, der Gegenpart zum Dispenser. Und das ist der Gegenpart zum Deployer. So, und da brauchen wir Schmiedeeisen und einen Lurk, einen Mikrocontroller. Haben wir sowas, Mikrocontroller? Nö. Gut. Was muss ich dafür tun, um einen zu bekommen? Mikrocontroller. Was muss ich... Ah, na, das haben wir ja massig. Sie, oh, na gut, so massig jetzt auch nicht mehr vielleicht. Hm. So, da haben wir gleich zwei. Dann mische ich mal ein. Und oh, der andere lasse ich liegen. Du kommst zurück. So. Und jetzt brauche ich den da und da brauche ich das und Eisen habe ich auch nicht. Schade eigentlich. Warum bin ich eigentlich schon wieder so langsam? Verdammt, immer noch am Essen hier. Ich brauche so einen Fütterungsautomaten, der mich die ganze Zeit automatisch füttert. Ja. Am besten sehen wir erstmal auf YouTube Videos von MyTest an. Ja, ne? Wenn jemand nicht mal weiß, wie Area funktioniert, weil ich meine, ist ja hier bei weitem nicht der einzige Server, der am Spawn protected ist. Die machen ja nahezu alle Server.
Also der scheint wirklich so ein Kiddy zu sein, der per Handy spielt und Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat. Aber egal. Da halte ich mich getrost raus. Solange wie sich anfangen zu nerven. Bam. So, Note-Detektor. Die Sache ist, kann ich den jetzt kann ich den jetzt einstellen, was er sehen soll? Name of Note to scan for. Es geht halt wirklich. Oh mein Gott. Cool. Das heißt, wenn ich jetzt den hier anschließe, bop, bop, und hier einen Baum hinstelle, bop, und jetzt der Baum heißt Default Tree, dann ist der weiß. Also er ist jetzt gerade engaged. Wenn ich jetzt hier eingebe, Default Tree. Safe. Ist immer noch engaged. Wenn ich aber jetzt stattdessen eine Fackel hinstelle, ist er nicht mehr engaged. Oder, so wie wir es ja haben wollen, unseren einzigen fucking Sampling. Ja, dann ist er auch nicht engaged. Das heißt, ich kann jetzt hier das Ding reinklatschen. Achso, jetzt brauchen wir auch noch einen Notebreaker. Ach, verdammt, Notebreaker haben wir keine mehr, ne? Den haben wir alle verpulvert. Verdammte Scheiße. Notebreaker. Dann müssen wir schon wieder so ein Ding bauen. Ich muss schon wieder Zahnräder bauen. Immer diese Zahnräder. Ja, damit. Notebreaker. Let's go, let's go. Alles. Ich glaube, ich brauche gleich ein paar mehr. Ja, damit. So, Notebreaker. Wir brauchen sowieso noch mehr Notebreaker, weil wir müssen ja den gesamten Baum abbauen, ne? Oh, wie wollen wir das denn machen? Die müssten alle per Tubes verbunden werden. Das wird ja eine riesige Anlage. Oh. Das ist natürlich interessant. Da weiß ich noch gar nicht, wie wir das genau machen wollen. Nee, weiß ich gar nicht. Erstmal brauchen wir noch mehr Holz. Ungefähr so. Dankeschön. So. Construction Module. Was? Achso, ja, das hier. Was? Wir haben noch alles. Zahnräder haben wir, Gesteine haben wir, das hier haben wir. Das hier. Ach, oh, Pisten haben wir gar nicht. Bäh. Ja. Was brauche ich? Cobblestone. Aber wollen wir gleich 18 Stück machen? Ich meine, wir werden früher oder später eh brauchen. Weil für Baumfarmen brauchen wir halt viel. So. Da geht halt leider nichts dran vorbei. Das Schöne ist, wir haben hier nichts, was Strom braucht. Wow. Das ist ja mal interessant. Die Anlage funktioniert also komplett autark, brauchen nur Mesekon. So, weil jetzt ist nämlich der entscheidende Punkt. Wir müssen jetzt genau genommen. Nein. Oh Gott. Wie soll das gehen? Also ich meine, hier kann ich ja Testkabel mal so ranklatschen, aber. Ich muss mir überlegen, wie ich das am dümmsten mache. Weißt du was, wir bauen das hier doch ab. Was? Achso. Wenn wir eh keine Spannungsversorgung brauchen, dann können wir es hier auch gleich hinten hinbauen. Dann muss ich nur ein paar Pipes mitnehmen. Und dann sollte eigentlich automatisiert alles funktionieren. Wurde Theorie. Vor allem müsste es mal wieder Tag werden, ne? Damit die Bäume überhaupt wachsen. Oh, warte kurz. Nee, das wäre too much. Das wäre way too much. Kann ich das machen? Ich brauche
Die Plot ist mir. Wobei ist dann nicht wieder. Ist dann. Meine Idee war gerade, das Ding hier einzusetzen und dann noch ein Deployer, der quasi Bone Meal droppt. Aber dann müsst ihr halt Bone Meal immer nachfüllen, so. Vor allen Dingen wäre das wirklich schon fast too much. Nee, das lassen wir mal. Also das ist ja schon. Ich will das Ding doch schon hier gerne irgendwo beim Haus hinbauen. Aber so eine Anlage hier irgendwo, das ist doch. Hier. Schwierig. Können wir hier nicht. Hier irgendwie. Hier ist doch so viel Platz. Hier zum Beispiel. Hier können wir doch sowas wunderbar hinbauen. Erstmal Licht. Danke. So. Hier ist doch wunderbar. So, das heißt, wir wollen ungefähr hier den Baum haben. Ja. Weil die Sache ist, dass wir brauchen halt Sonnenlicht. So, das muss also irgendwo im Freien stehen. Also so oder so, es würde uns irgendwo die Natur verschandeln. Und da wir hier hinten am seltensten lang gucken, deswegen am ehesten dann doch hier. Wobei ich gerade überlege, ob wir das Ding nicht doch ein bisschen weiter hier. So ein bisschen weiter in die Richtung hier hinten. So. Also das soll dann später den Baum symbolisieren, ne? Nur damit ihr da Bescheid wisst. So, jetzt haben wir diesen Dispenser. Der kommt dahin. Mit einem Sapling. Oh, der ist falsch platziert. Ach, leck mich doch. So. Jetzt für Rinder. So, und dann brauchen wir noch diesen Note-Detektor. Genau, der ist. Ach guck mal, der zeigt dir vorne sogar an, ob er aktiv ist oder nicht. So, wir brauchen Default Tree. Save my life und schon ist er nicht mehr engaged. Geil. So, jetzt wird es nämlich spaßig. Jetzt. Oh, wir brauchen doch diesen. Wir brauchen doch den D-Layer. Weil wir müssen ja den. Okay. Weil wir müssen ja den neuen Sapling platzieren. Und das sollten wir natürlich schon zeitversetzt machen. Sonst versucht er den Sapling zu setzen, noch bevor er den alten Baum abgebaut hat. Das heißt, dann müssen wir die beide hier austauschen. Macht es schaltungstechnisch einfacher. Das heißt, du kommst wieder weg. Okay, komm, machen wir nächste Folge. Das wird mir jetzt gerade. Ja. Bis dann.